Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Dark, dem großen Vampirabenteuer, was wir gerade erst begonnen haben. Wir sind immer noch in der ersten Mission. Ach ja, ich wollte mich noch kurz vorstellen. Ich bin natürlich der Element. Das muss man natürlich dazu sagen. Ich weiß, es ist keinen interessiert, aber ich sag gern, wer ich bin, bevor ich mit was anfange. Wir sind immer noch vor diesem Museum, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und jetzt kommt die große Sneak-Action. Und wenn wir uns den ersten Idioten da vorne gleich mal packen und gewaltig aufs Maul hauen, aber das sind schon mehr. Na, wieso schleicht er nicht? Ah, deswegen schleicht er nicht. Was haben wir hier? Hinweis: Gegner sind ab und an angelenkt und bekommen nur wenig oder gar nichts von ihrer Umgebung mit. Du kannst den Gegner nun ausschalten, oder zum nächsten Punkt vorrücken. Den schalte ich natürlich aus, der geht mir im Weg um. Und Thema erledigt. Dann ziehen wir ihn gleich weg. Wer weiß, was da noch alles auf uns zukommen mag. Aus dem Licht, aus dem Licht. Da vorne sind die nächsten. Ach, diese Mauersicht ist echt praktisch, muss ich schon mal sagen. E-Mail von John E. Blooming. All das ist der, den wir mal suchen. Betreff, Problem gelöst. Hallo Mr. Reading, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Sie sich nicht mehr um unser Problem kümmern müssen. Bezüglich der allzu neugierigen Subjekte. Meine Schätzchen haben das bereits für uns erledigt und wir können beruhigt schlafen. Kommen Sie mich doch bitte später in meinem Arbeitszimmer besuchen. Ich muss ein paar Dinge mit Ihnen besprechen, zwecks neuer Exponate für unsere Körperweltenausstellung. Die Akquirierung geht leider zu langsam vonstatten. Ich weiß, dass wir bereits Ihre... Na, runter? Ich weiß, dass wir bereits ihre Sicherheitszone verlassen und Staub aufgewirbelt haben. Aber es ist sehr wichtig, dass diese Ausstellung großartig wird. Ich arbeite persönlich mit Hochdruck daran, um diese Ausstellung zu etwas ganz Besonderem zu machen. Vielleicht können wir die Akquirierung ausweiten auf andere Bereiche der Stadt. Ich hätte das Hole im Auge. Dort dürfte das niemand stören, wenn Sie mir neue Exponate besorgen, nicht wahr? Aber wie gesagt, kommen Sie nachher in meine Werkstatt und bringen Sie meinem Schätzchen etwas mit. Aha, okay. Hoppla, falsche Taste. Wir haben PDA gefunden. Da oben steht der nächste, dann können wir aber den auch mitnehmen. Was haben wir hier? Ein Haufen Müll. Achte auf Sachen, die am Bogen liegen. Wenn du drauf trittst, könnte das ein Geräusch erzeugen. Egal, ob du schleichst oder nicht. Ich verstehe. Gegner bewegen sich manchmal überhaupt nicht, sondern stehen nur auf einer Stelle und blicken in eine bestimmte Richtung. Schalte den Gegner nun aus oder rücke zum nächsten Punkt vor. Den schaltet man natürlich aus. Vorsicht! Ein weiterer Gegner steht nah genug, um es zu hören, wenn du den Gegner aussaugen solltest. Ja, den will ich nicht aussaugen. Ich will den nächsten aussaugen. So, den da wegziehen. Ins Dunkel, ins Dunkel, ins Dunkel. Was haben wir hier eigentlich noch für Fähigkeiten? Nichts, was ich freischalten kann. Schade, schade. Ach, der schaut in die Richtung. Okay, dann können wir von da hochgehen. Verdammt. Wieso muss ich der genau in dem Augenblick umdrehen? So ein Idiot. Dreck. Okay, weiter. Was war das? Nein, schade.
da vorne steht noch ein ganzer Haufen. Der Museumseingang war blockiert. So würde ich nicht ins Gebäude kommen. Ich würde wohl den Verbindungstunnel im Anbau nehmen müssen, wie Rose gesagt hatte. Hier ist soweit alles klar. Keine Anzeichen von Störungen. Viele Gegner sind aufeinander abgestimmt. Behalte sie einige Zeit im Auge und versuche ihre Routen und ihr Timing zu erfassen. Okay. Schauen wir mal. Aber er bewegt sich nicht. Und mitnehmen. Das war Nummer 1 und der zweite da vorne. Und der letzte ist er sowieso weg. Schauen wir mal, können wir unseren Schattensprung nutzen? Ja, aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Schade. Dreh dich rum, los! Aber wenigstens haben wir den Alarm vorhin schön ausgemacht. Beziehungsweise dem Typen so schnell getötet, dass der Alarm erledigt war. Und den auch noch weg. Es ist blöd, dass man die nicht irgendwie direkt in den, keine Ahnung, Mülltonnen oder so schmeißen kann. Das wäre ein bisschen einfacher, weil ich nie so, wenn ich ganz ehrlich bin, nie so ganz sicher bin, ob die aus dem Sichtfeld von den anderen weg sind oder nicht. Und da steht der Rest drinnen. 1, 2, 3 und da hinten ist auch irgendwas. Hier ist doch etwa... Scheiße, Eindringling! Wo sind die anderen? Auga da raus! Komm raus, bevor die Sonne aufgeht! Die wissen, dass ich ein Vampir bin, das finde ich beunruhigend. Und da oben ist einer, aber wo ist der, der mich gehört hat? Habt ihr ihn schon? Nirgends. Zeig dich! Radio. Komm raus, Vampir. Wir wissen, was das da oben ist. Ah, das ist ein Radio. Da oben steht er. Komm okay. Raus, bevor die Sonne aufgeht. Wie komme ich jetzt am schönsten an dem Idioten vorbei? Überlegen. Okay, Sir. Ich habe die Notausgänge alle verriegelt und die Tür geöffnet. Auf... Bildschirm zähle ich 5 Wachen. Die sind alle mit den Nerven am Ende. Ihr Spiel haben. Das Ziel habe ich bisher nicht auf dem Bildschirm. Wenn ich ihn sehe, melde ich mich. Aber er hat ihn gesehen. Das ist nicht gut. Dreh dich um, geh in die andere Richtung. Dann kann ich dich zumindest leer machen, du Idiot. Komm raus, kleiner Vampir. Jawohl, du bist mein Abendessen, Pfeife. Du hast keine Chance. Jawohl, und wieder einer weniger. Da oben ist noch einer, okay. Es ist echt ein schönes Sneak-Game, also du musst wirklich sehr viel schleichen. Zeig dich, Bestie! Der Blutsauger ist bestimmt über alle Berge. Bei uns ist es ruhig. Da ist der PDA. Das sind noch mehr so PDAs. Ich will die benutzen. Wieso geht das nicht? Ach Gott. Verehrte Besucher. Ja gut. Nein, das lese ich jetzt nicht wieder alles vor. Das ist ein bisschen mehr. Ich schalte es langsam runter. Wen es wirklich interessiert, der soll es einfach selber dann im Video langsam schalten, lesen. Okay. Weiter. Und da ist noch einer.
den ich nicht benutzen kann, warum auch immer. Da oben und da vorn. Das war der Radio, dieses komische lilane Ding. Da ist er. Aber der dreht sich nicht um. Vorausgesetzt, ich steige nicht in die Glasscheiben und das habe ich nicht getan. Wunderbar. Da ist die Energie. Wie komme ich da am schönsten durch? Best wahrscheinlich mit einem Schattensprung oder so. Rose, der Durchgang hier ist dicht. So komme ich nicht weiter. Sorry, Eric. Daran hätte ich denken müssen. Du musst mir zuerst Zugang über das Sicherheitsnetz des Museums verschaffen. Dann bringe ich dich rein. Mach dich auf den Weg in den Turm. Von dort aus kann ich mich ins System hacken. Bin auf dem Weg. Gut. Wo gehen wir lang? Nach unten wieder in den Turm, ja. Der Turm ist gut. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich überhaupt nichts gesehen, wo es irgendwie in Richtung Turm geht. Der meint echt das Ding. Das Teil ist der Turm, da waren wir doch hier schon. Aber was mich ein bisschen beunruhigt, ist auch die Tatsache, dass er weiß, dass wir Vampir sind, beziehungsweise dass die wissen, dass man weiß, dass man Vampir ist, und B, wo man eigentlich genau, beziehungsweise was genau die eigentlich von uns wollen. Wunderbar, alle Gegner weg. Ha! Rose, ich bin da. Einer der Besucher war hier, aber ich habe mich um ihn gekümmert. Ausgezeichnet. Verbinde bitte den Transmitter, den ich dir gegeben habe, mit dem Computer. Dann kann ich ins System. In Ordnung. Sehr gut. Warte kurz. Gut, der Zugang ist nun offen, aber etwas hier ist merkwürdig. Die haben das System genutzt, um alle Ausgänge zu verriegeln. Ihre Bewaffnung und ihr Faible fürs Abknallen von Museumswachen sprechen auch dafür, dass hier etwas anders läuft. Ich melde mich. Okay, aber wir haben jetzt alle aus dem Weg geräumt. Jetzt können wir auch mal ein bisschen rennen. Und erst da oben bei der Tür wird es dann wieder Richtung Sneaken gehen. Da hinten ist der nächste, wenn ich mich richtig erinnere. Da war er zumindest. Oder war das der im Turm? Huh. Rose, ich bin da. Kannst du die Tür für mich öffnen? Klar, dauert nur einen Moment. Dieses Sicherheitssystem ist so veraltet, dass es alleine schon dadurch geschützt ist. Aber ich krieg es hin. Ich muss hier nur manuell etwas umstellen. Ich finde das beunruhigend. Ich bin eingesperrt in einem Raum. Ich hab's gleich. Ah, ich hab's. Sesam, öffne dich. Boah, ich hab einen Kraftpunkt, den verteilen wir gleich. Dann machen wir da jetzt... Schattensprung müssen wir hier. Erhöht die Reichweite, die du mit dem Schattensprung zurücklegen kannst auf 10 Meter. Was haben wir hier noch? Vorhang. Erlaubt es dir, Untote und die Bewaffnung der Gegner mittels Vampirsicht zu erkennen? Muss auch nicht sein. Sangunarium. Nein, nein, warte, stopp, stopp, ich will erst lesen, was das ist. Reduziert die Zeit, die du für das Aussaugen deines Gegners brauchst, auf 4 Sekunden. Schattenschlag. Der Schattenschlag ist eine Kombination aus Schattensprung und Ausschalten. Du springst durch die Schatten zu deinem Gegner und schaltest ihn dann aus. Achtung, der Einsatz dieser Kraft ist sehr laut und alarmiert neue Gegner. Okay. Schattenillusion. Als Vampir hast du die Gabe, den Geist deiner Gegner auf scheinbar unwichtige Dinge abzulenken und diese für sie wichtig erscheinen zu lassen. Alle Gegner im Wirkungsbereich blicken auf den anvisierten Punkt. Nahe Gegner gehen sogar zum Punkt und untersuchen ihn. Das ist...
Ha, das könnte auch sehr praktisch sein. Was haben wir denn sonst noch alles? Assassine, du bewegst dich mit übernatürlicher Lautlosigkeit, verringerst die Geräusche, die du beim Gehen und Laufen magst, um 5%. Vampir, die Verletzung für... Ja gut, du bist halt resistenter, ist klar. Dein Blutvorrat erhöhen, erwacht die Instinkte, die Kraft, verschärft deine Vampirinstinkte. Ja gut, die ist wieder zu teuer. Übernatürlich schnell Bewegung. Verwirrung. Ein Vampir hat du die Gabe, Menschen in einen großen Umkreis für eine Zeit abzulenken. Ausschalten des Gegners verursacht kein Geräusch. Das. Ja gut, wir sind lautlose Killer. Das hört sich sehr wichtig an. Das könnte noch praktisch werden. Gut, dass das Ausschalten lautlos ist. Jetzt geht's ja. Schleppen wir den gleich mal weg hier. Hallo? So. Das sind aber ein Haufen von diesen Idioten. Okay, gut. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Umgehen wir mal die Glasscheiben, man weiß es ja nicht. Komm, dreh dich um. Wir brauchen Verstärkung. Ach, verdammt, der hat mich gesehen. Du Idiot. Ah. Wir bringen mich in Richtung des Ziels. Greife den Vampir an. Ich hab ihn. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da ist noch einer. Zeig dich, du Monster! Hier die Stellung. Wo geht er lang? Wo geht er lang? Los, zeig dich! Stellung halten! Habe. Komm! Wir halten hier die Stellung! Zeig dich, du Monster! Sehen wir gleich, komm her! Achtung, das könnte ein Hinterhalt werden! Bleib hier! Wir wissen, dass du dich hier irgendwo versteckst! Okay. Wir halten hier die Stellung! Das war zwar ein lästiger Alarm, aber Stellung haben wir doch relativ schön gelöst. Wir erhalten hier die Stellung. Komm raus, und weiter nach die Sonne unten. Es ist ja bloß der letzte, oder schätze jetzt mal. Stellung halten! Hm. Achtung, das könnte ein Hinterhalt werden. Bleibt hier! Drei sogar noch. Stellung halten! Der Vampir ist geflohen. Alles ruhig hier. Okay, aber sie sind wieder abgelenkt und friedlich. Das ist gut, dann können wir uns da wieder drauf konzentrieren. Ihn ordentlich den Arsch zu in den Arsch aufzureißen.
Warum kann ich diesen scheiß Vampirsprung nicht um die Ecke benutzen? Das wäre echt gut. Die Zauber und die zwei rühren sie nicht. Das ist sau scheiße. Okay, vielleicht von der anderen Seite. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Unbemerkt vor allem. Springen. Ja gut. Jawohl, das ist gut. Was war das? Jawohl, Nummer 1 lautlos getötet. Wunderbar, jetzt können wir uns die anderen abbacken. Ja, scheiß mal darauf, die umzubringen, gehen wir einfach so vorbei. Ich will den Sprung noch vollprogrammen. Den braucht man. Perfekt, Sprung hat gewirkt. Rose, ich habe gerade einige der Einbrecher hinter mir gelassen. Offenbar suchen sie etwas. Oder jemanden. Dann seh zu, dass du Blooming findest und dann mach dich so schnell wie möglich aus dem Staub. Wunderbar, dann haben wir schon mal einen Teil umgangen. Das freut mich sehr. Es war schon wieder ein Partende, muss ich dazu sagen. Wir haben zumindest mal erfolgreich eingebrochen, haben einen ganzen Schwung von diesen Idioten aus dem Weg geräumt. Sind ein paar umgangen. Gut, ich gebe es zu, aber das war mir jetzt dann doch viel zu blöd, dass ich da jetzt noch rumsuche, wie ich am besten an denen von hinten hinkomme. Aber ist ja auch egal. Auf alle Fälle beim nächsten Mal machen wir weiter, wenn wir den Blooming suchen. Ich hoffe, wir finden ihn relativ schnell. Es war meine Freude. Ich bin euer Element. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!